Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ich bin Sören von der Modbox und wir schauen uns heute den Querneland TLD 91 an. Wir sehen das Ganze hier schon wieder vor uns, gehen aber als allererstes mal in den Shop. Das Ganze finden wir unter den Werkzeugen in der Kategorie Grubber. Und dann natürlich ganz hinten bei den Mods finden wir den Querneland TLD 91. Ja, was können wir hier zu dem schönen Grubber sagen? Das ganze Gespann hier braucht eine maximal oder eine mindestmaximal Leistung von 150 PS. Ich würde sagen Mindestleistung, die sollte der Traktor, der vorne rankommt, definitiv haben. Das Ganze hat eine Arbeitsbreite von 9 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Ja, viel mehr können wir hier im Shop gar nicht weiter dazu berichten und deshalb schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier draußen einmal das Logo oder den Schriftzug von Querneland drauf plus einmal die Typbezeichnung, quasi das TLD, was hier mal drauf steht. Sieht an sich sehr gut aus, ist lesbar. Hier noch ein paar Aufkleber, die sind auch sehr gut und scharf, also die Textur ist schon mal sehr gut. Ja, hier oben sieht man so ein bisschen, dass die Textur doch noch, ja, nicht 100% ist, aber an sich geht das hier. Es sieht leicht verschwommen aus, aber einigermaßen sieht das alles ganz gut aus. Ja, wir haben hier quasi jetzt unsere Dreipunktaufnahme, denn das Ganze ist klappbar. Genau, wir gucken uns das Ganze jetzt mal direkt an. Und dafür steigen wir mal in unseren Trecker, fahren mal ein Stück zurück und hängen das Ganze an. Ja, so. Wie gucken wir da am besten hin? Wir machen das mal so. Genau, wir nehmen das Ganze über die Dreipunktaufnahme auf und ja, hier verbinden Kabelstränge oder sowas verbindet sich nicht, denn ich sehe hier tatsächlich auch gar keine Rücklichter oder Co. Wenn wir jetzt nochmal sehen, nee, wir haben momentan zumindest noch keine Rücklichter. Genau, kabeltechnisch verbindet sich hier nichts, die Dreipunktaufnahme, dafür steigen wir am besten mal aus. Sieht recht gut aus. Das ist auf jeden Fall da, wo es hingehört. Also die Verbindung ist auf jeden Fall gelungen. Ja, und wie eben schon erwähnt, ist das Ganze geklappt. Wir machen jetzt mal über die Taste X das Ganze zusammenklappen. Und dann fährt das gute Stück auch schön zusammen. Müssen wir mal gucken. Genau. Ja, wir haben hier jetzt quasi unsere 9 Meter Grubber, die wir zusammenklappen können, was ja auch im angehängten Zustand, also über diese Dreipunktaufnahme, wie wir es dann jetzt hier auch heben, senken können, in den meisten Fällen nicht mehr möglich ist. In den meisten Fällen sind es angehängte Teile. Und hier haben wir einen, der über die Dreipunktaufnahme. Wir sehen auf jeden Fall, das Ganze hat ein bisschen Gewicht. Und jetzt wollen wir das aber trotzdem nochmal testen. Wir fahren hier vorne mal zu unserem Feld. So. Dann klappen wir das Ganze mal wieder auseinander. Das, okay, hat auf jeden Fall seine Geschwindigkeit, finde ich aber auch tatsächlich bei der Größe gar nicht so schlimm. So, jetzt fahren wir hier mal drauf und senken das Ganze ab. Und dann gucken wir mal. Ja, so wirklich, ja, hier hinten ganz leichte Grubbertexturen, die hier zum Vorschein kommen.
Hier hinten haben wir auf jeden Fall Drehbewegung drin. Also ja, wir schaffen auf jeden Fall. Also das ist jetzt, der Träger muss ungefähr um die 280 PS haben. Also wir haben ein bisschen mehr als das Mindest, was dort stand, die 150. Schaffen dementsprechend jetzt hier natürlich auch berghoch unsere, ja, jetzt inzwischen nur noch 12, 11 km/h. Aber an sich, wir werden es ja jetzt gleich sehen, wir wenden das Ganze mal. Senken das Ganze wieder ab und fahren mal abwärts. Definitiv, hier haben wir natürlich unsere 15 km/h, die wir schaffen sollen. Fahren hier mal rüber. Ja. So, jetzt müsste ich aber noch mal wissen, wenn wir das Ganze zusammenklappen, auch dann kommen ja keine Rücklichter zum Vorschein. Ich mache jetzt mal Licht an. Nee. Es wird tatsächlich nur, also rücklichtertechnisch, nur der Lichtkegel vom Träger selbst geschmissen. Alles klar, ist klar. Ja. Was können wir ansonsten noch machen? Wir könnten auf jeden Fall nochmal in die Lok reingucken. Und wenn wir hier jetzt mal so auf den ersten Blick, sind auf jeden Fall keine Errors oder Warnings zu erkennen. Und ich habe das Ganze natürlich für euch auch wieder auf einem Dedicated Server getestet. Und auch dort konnte ich keine, ja, Fehler, Warnings, Errors oder wie auch immer sehen oder erkennen. Also, falls ihr Interesse habt, das Ganze auch online im, ja, auf dem Server zu nutzen, mit euren Freunden, wie auch immer, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Dort werden keine Fehler geschmissen. Ja, falls ihr Interesse habt an dem Mod, guckt gerne unten in der Videobeschreibung. Dort ist der Link. Und für welche Plattform das Ganze hier gemacht ist, seht ihr natürlich wie immer online auf modbox.de. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann.